Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu der weiteren Folge Divinity Original Sin. Unser Woolgraf hat sich wieder als verdammt nützlich herausgestellt, denn wir befinden uns jetzt gerade im Quellentempel und müssen uns dadurch so kleine Rätselpassagen schlagen. Und naja, der Woolgraf ist einfach der Obershit. Der kann alles, liebe Leute, der Woolgraf kann alles. Okay, warte, muss mich gerade konzentrieren, dass ich ja nicht da in die Lava laufe. Oh Gott, das ist gut. Das war jetzt gescheit knapp. Oh Gott, boah, das hat mich geschreckt. Okay, der Woolgraf kann sich sicher da reinporten. Diese wunderschöne Schatzkammer, in die ich sehr gerne rein mag. Aber ich möchte mich natürlich auch da drüben nur umschauen. Bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das so der richtige Weg ist. Den ich da gehe. Aber ich komme jedenfalls voran. Boah, das schaut so nice aus. Woolgraf, geh mal weg. Ich mag da gerne ein cooles Büdel haben. Cool. Danke, Woolgraf. Du kannst weitermachen. Lalala. Gehen wir durch diese unheimlichen Statuen. Und nichts passiert. Okay, ich habe damit gerechnet, dass jetzt irgendwas passiert, dass es wieder irgendwie so eine Falle ist oder so. Ah nein, warte mal, ich habe gerade meine Maus blöd umgestellt. Meine Maus ist gerade so langsam. Jetzt geht's wieder. Okay. Ich rede mit dieser Prüfungsstatue. Ich stehe hier für den Glauben in einem Reich, das außerhalb des unseren liegt und wo der Geist über die Materie herrscht. Okay. Ich stehe für das Greifbare, das Reale, für die Welt, in der wir leben und für alles, was ich sehen, schmecken, berühren, hören und fühlen kann. Okay, schön für euch, aber was soll ich jetzt da? Ich versuche jetzt einmal. Wieder reinzuporten. Und ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Ja! Weil dann kann ich da durch den Spiegel dann latschen. Also, nachdem ich diesen Raum gelootet habe, natürlich. Da ist eine Truhe. Boah, voll das coole Zeug liegt da rum. Schreckt mir doch nicht immer so. Was ist das da hinten? Ich glaube, da komme ich nicht hin. Das ist einfach nur so ein Raum, oder? Okay, dann möchte ich halt jetzt mal schauen, wo ich da hinkomme. Ah, okay, der Schlüssel. Was war das jetzt für ein Schlüssel? Schlüssel? Zum Erdtor. Yeah, yeah, yeah. Okay, also es gehört doch alles zusammen, so. Ja, richtig cool. Dann kann ich mit meinen Kumpels da auch wieder zurückreisen. Quellentempel, Hauptraum. Juhu, wir sind vereint. Und können jetzt... Warte mal, wo war denn das jetzt? Da oben? Na, da war der Erdraum. Mal schon zwischenspeichern. Aber ist auch mal witzig, so umherzulatschen, ohne so Gegner zu bekämpfen, sondern einfach nur sie um die Rätsel zu kümmern. Aber die Tür geht nie da auf, das finde ich irgendwie. Naja, egal. Gut, wir gehen dann da weiter.
Oh, schreck, wie auch jetzt so. Ist schon gut. Schauen wir, ob es da irgend... Also ein Hebel. Spotted a trap. A trap? Wo? Also Trap habe ich jetzt nicht entdeckt. Ah, da! Kann ich die entschärfen? Ich habe jetzt zwischengespeichert, ich probiere es einfach. Ist weg. Ja gut, aber was hilft mir das jetzt, gell? Achso, ich weiß schon, was ich machen muss, Leute. Sehr viel leicht. Ich gehe jetzt mit meiner Leiter mit zurück. Dass der Typ die nicht sieht. Hä? Sagt er jetzt nichts mehr? Ah, doch. Gut, jetzt warte ich, bis das wieder weg ist. Dann kann ich mich nämlich unsichtbar machen. Los, Vulgraf. Da, geschwind looten! Looten, looten, looten! Liebesgranate, den nehme ich mit. Und weiter. Da ist irgendwie so ein Nebel. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Gut, ich komme da auch noch vorbei. Los, Vulgraf! Wuhu! Zum Glück geht das so lang, sein Ding da. Okay! Ist okay! Hilfe, ich hab Angst. Okay, ich bin durch! Da ist ein Hebel. Die Frage ist, sind die jetzt auch deaktiviert? Nee, Schatz, die sind nur aktiv. Okay, Vulgraf, du musst da leider gerade durch. Natürlich alles schön looten. Hey, kann ich da durch? Yeah! Boah, so viele Schätze gibt's da. Ich liebe diesen Quellentempel. Aber ich glaube, man kriegt jetzt einfach nur ein paar richtig gute Sachen für den finalen Kampf, den es ja da gibt. So, dann schauen wir mal, was die sagen. Ich stehe für mich selbst über allen anderen und bin mein eigener Meister. Ich stehe für die Schwachen und Unterdrückten, für die Armen und Bedürftigten. Also die zwei Statuen sind immer halt das Gegenteil voneinander. Und warum ist da, nein, lass das lieber brennen, warum ist da ein leerer Sarg? Das macht mir ein bisschen Angst. Schlüssel zum Lufttor. Yes! Gibt's da noch was zum Entdecken? Nö. Da ist wohl viel Blut. Aber irgendwie gut, weil ich habe jetzt wieder ein paar Leben zurückgekriegt. Okay, sonst gibt's dann nichts. Gut, dann können wir wieder zurück, gell? Hauptraum. Meine Leid. Ja gut, ich tue mal zurück. Dann muss ich nicht alles außen umlatschen. Der Vulgraf wird natürlich gleich wieder geheilt, denn wir brauchen ihn. Und wir dann zwischenspeichern. So, wo ist das Lufttor?
Das ist kein Lufttor. Aber eigentlich kann man gut voran, würde ich sagen, oder? Hä, da ist kein Lufttor. Okay, warte mal, wenn wir so kurz schauen. Da ist das Erdtor. Da war ja kein weiteres Tor, oder? Nö, 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 nö. Da war ja auch kein Tor. Hä, wo ist denn das Lufttor? Das ist, weiß ich nicht, irgendwas. Toll, ich habe einen Schlüssel. Aber kein Tor. Hey, das haben die auch noch. Jetzt einmal. War die Tür da schon offen? Bin mir gar nicht sicher. Oder bin ich von da... Na, ich bin ja... Jetzt warte mal, käme bin ich von da unten, ne? Das ist sicher wieder so eine Falle. Ne, da war ich noch gar nicht, oder? Soll ich das einmal an? Verschlossen. Da mal speichern. Ha! Ohne Falle auszulösen. Ich bin sehr, sehr gut. Ah, jetzt ist jetzt der Raum. Okay, der schaut komisch aus. Was ist das? Benutzen. Magst du die Leiche nur looten? Gut, der hat irgendwas gemacht. Aber ich weiß nicht, was. Entschärfen. Danke, Wulgraf. Oh nein, ich habe mich jetzt dabei eingesperrt, oder was? Ah, da ist so ein Klickding. Jetzt schaut mal, was, wenn ich den jetzt nochmal betätige? Cool, absolut keine Ahnung, was ich da tue. Weil das sind ja alle Türen wieder zu. Oh. Oh, schaut mal, die ist jetzt aufgegangen. Oh Gott, die käme gar nicht aus. Warte, ich mag jetzt echt herausfinden, für was dieser Hebel ist. Ist dieser Hebel für die Tür? Gut, wäre natürlich möglich. Ah, dieses Lufttor. Okay, aber ich mag jetzt mit dem Wulgraf da nochmal schnell schauen, was da ich tue speichern. Das ist alles so kompliziert da. Okay, jetzt... Oh. Okay, es ist die Tür. Oh, schaut's mal. Das sind die Statuen, die was sonst immer leuchten. Erkennt ihr das? Ja, die Kamera ist oft blöd. Cool. Na gut, Wulgraf, dann können wir wieder zurück gehen. Schauen wir da weiter und öffnen das Lufttor. Und wir speichern. Also ich glaube, wir kämen gut voran. Und es steckt. Ah, oh nein, jetzt steckt es wieder nicht. Ich glaube, wir kämen gut voran, liebe Leute. Oder? Ich glaube schon.
Schau ich mal dahinter, ob es irgendwo einen Geheimgang oder so gibt. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Achtung, da ist Feuer am Boden, Leute. Lauft's nicht durchs Feuer. Einmal durchs Blut, jawoll. Jetzt sind wir wieder voll geheilt. Okay, für was ist das? Das ist ja voll der komische Raum da gerade, oder? Also ich finde den Raum komisch. Mittlerer Wahrnehmungstrank. Aha. Aha, aha, aha. Da hinten ist eine Truhe. Ich werde mit Vulgriff wieder lau umherlaufen. Es ist einfacher. Komm ich an den Trank vielleicht ran? Mit Telekinese? Ja. Okay, schauen wir mal. Ich werde mal diese Lava-Falltür benutzen. Was anderes kann ich eh nicht da. Ist ja vielleicht irgendwie so eine geheime Tür, wisst ihr, wo ich einfach durchlaufen kann oder so? Nö, scheint nicht der Fall zu sein. Gut, ich meine, das war jetzt ein Wahrnehmungstrank. Vielleicht muss ich den hernehmen. Ich probiere jetzt. Okay, ich komme immer woanders raus. Schloss knacken. Ich hoffe, ich kann es knacken. Sehr gut. Gehen wir so am Rand, ob sie die Mauer auflöst oder so, aber scheint nicht zu funktionieren. Schau mal, wo es weitergeht. Loot, loot, loot. Wasserresistenztrank. Ah, der hat sich da hinten versteckt. Jetzt sag einmal. Boah, das ist schon da. Schlüssel für die Truhe des purpurnen Raums. Dankeschön. Was auch immer der purpurne Raum ist. Walgraf spotted a trap. Ist das vielleicht. Wo ist denn die Trap, Walgraf? Da ist die Trap. Okay, also ich muss da recht schnell sein jetzt. Los, los, los! Ah, shit! Ah, scheiße! Oh, was mache ich jetzt? Oh. Okay, sie ist einfach weg, oder was? Nee, und ich kann den Schluss nicht knacken. Das ist aber jetzt gemein. Ah, vielleicht hätte ich das nur schaffen können, wenn ich... Angenommen, ich zerstöre die Truhe. Ist dann der Loot auch weg, Gott? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, dass der Loot weg ist. Aber ich meine, ich kann es sowieso nicht... Nein, ich heb's mal lieber auf. Ja, vielleicht kriege ich noch irgendwie einen Schlüssel oder so.
Okay, wir schauen weiter. Da scheint es nichts zu geben. Schlüssel für die Lavatruhe. Aha. Gut, jetzt muss ich natürlich warten, bis mein Dings aufgeladen ist. Einmal hin und wieder zurück. Okay, sonst gibt's da nichts. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Also ich habe jetzt einen Schlüssel für die Lavatruhe. Kann ich nur da durch, oder wie? Oh, ist ja voll blöd, weil ich muss immer warten, bis das da ab. Bis meine Abklinkzeit da weg ist. Da ist die Lavatruhe. Ja, aber das. Hä? War das die, was ich jetzt gerade zerstören wollte? Ja, bin ich doof. Okay, aber wie komme ich da jetzt wieder hin? Warte mal, angenommen, ich nehme jetzt das. Komme ich dann da wieder zurück? Warte mal, ich probiere jetzt einmal was. Oh, das ist ja voll mies. Es gibt halt zwei Wege, wo ich immer gehen kann, oder wie? Was ist denn das? Rutzwasser. Wolgraf spotted a trap. Wo denn? Entschärfen. Sehr gut, Fulgraf. Giftresistenz, Luftresistenz. Oh je, ich hoffe, ich komme jetzt nur irgendwie zu dieser Truhe zurück. Da hinten ist auch eine Ziertruhe. Die holen wir uns natürlich. Hoppla. So, schau mal, wo wir jetzt hinkommen. Da war ich schon. Hey Leute, da war ich schon. Aha, Moment. Da, jetzt bin ich bei der Truhe. Oh nein, jetzt muss ich wieder warten, bis das. Oh, das ist so doof. Ich hätte gern irgendwas, wo das keine Abklinkzeit hat. Das wäre voll nice. Zumindest nur, wenn man nicht im Kampf ist. Im Kampf verstehe ich es, dass es eine Abklinkzeit haben muss. Und wenn man nicht im Kampf ist, für was die Abklinkzeit? So, jetzt schauen wir mal, was in dieser coolen Truhe verbirgt. Okay. Naja, also, Na, ist schon cool. Ich bin sehr dankbar. Danke. Jetzt muss ich halt nochmal wieder warten, bis ich da wieder zurück kann. Und vielleicht können wir da jetzt wieder in den einen Raum. Ich glaube, es war eh der da, ne? Da bin ich dann in das Gleiche wieder zurückgegangen. Oh, schaut mal, das ist so eine. Schaut, das ist so eine Tür. Okay, mal schauen. Vor allem, was mache ich da eigentlich? Ich brauche irgendwie da irgendeinen Schlüssel für eine weitere Tür oder so, dass ich aufmachen kann, oder nicht? Und mir kommt vor, ich war jetzt schon in jedem Raum. Ich kann es so mal. Also, was? Jetzt ist das bereit. Jetzt porten wir uns da wieder her. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Gut, das war das. Da haben wir da den. Da war der Schlüssel für die Lavatruhe. Dann nehmen wir das. Genau, und da war dann das, wo wir in das Gleiche gegangen sind.
Und wir gehen jetzt in die Store. Aber ich meine, was? Ich muss ja irgendwas da rausholen aus diesem Labyrinth. Irgendwas, was mir weiterhilft. Aber schaut mal, ich war doch jetzt in jedem Raum. Oder nicht? Ich glaube schon. Kann ich mit Erna da irgendwas machen oder so? Kann ich da die Mauer einschlagen oder... Nee, schaut ja auch nicht so aus, ne? Na gut, schauen wir einfach mal, wo wir da jetzt hinkommen. Vielleicht kommen wir da jetzt zu irgendeinem Ausgang. Okay, es ist wieder der Anfang. Das ist der Anfang. Da ist so ein Spiegel. Ich muss irgendwie da durchkommen. Wie geht denn das? Ah, okay, schaut mal, aber da ist so ein Lava-Ding. Aber es gibt doch nur einen Weg, oder nicht? Okay, es hilft nichts. Ich muss nochmal ins Labyrinth. Moment! Warte einmal! Ah, das ist natürlich richtig cool. Ich wollte mir jetzt da in der Mitte auf den da herporten, auf den Pfeiler. Und von da halt dann da rüber. Das wäre aber jetzt zu episch gewesen, wenn das funktionieren darf. Aber das Spiel sagt, es ist aus der Sichtweite. Und wenn das Spiel das sagt, dann ist es so. Naja gut, es hilft nichts. Ich muss nur mal da rein, oder? Vielleicht gibt es da irgendwas zum Entdecken, ne? Irgend so eine versteckte Schaltfläche oder so, das wäre ja auch möglich. Ich schau mal kurz da nochmal durch. Piu, 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 piu. Bitu, bitu. Ich tue mal da die Kerzen aus. Vielleicht passiert irgendwas. Nö. Nee, ich glaube nicht, dass da was gibt. Oder was ist da? Nee. Na gut, okay, komm, ich muss da jetzt nochmal rein. Wir machen das. Ja, zum Starten gibt's eh nur dies. Ja. Gut. Woolcraft, tut mir leid, du musst nochmal rein da. Und es gibt auch da immer nur eine Möglichkeit. Kann ich mich da irgendwo hinporten vielleicht? Ah, ich könnte von da rein zum Beispiel. Beziehungsweise raus. Aber das bringt mir ja im Prinzip auch nichts. Okay, also Woolcraft. Jetzt sind da mal die Kerzen noch.
Da, die Kiste haben wir gelootet. Gut. Und von da gibt's nirgendwo anders hin. Von da dahin, komme ich vielleicht dahinter oder so? Nee, dahinter gibt's nix. Okay. Na gut, da ist dies, aber da komme ich sonst eher nirgends hin. Da müsste die rauf. Da müsste die rauf. Aber ich kann da halt nichts einschlagen oder so. Da ist nur Lava. Gibt's da dahinter vielleicht irgendwas? Komm ich da? Komm ich auch nicht reinporten? Und da würde ich mir auch nirgends hinporten können. Das bezweifle ich. Es war halt nur da einfach so. Möglichkeit. Okay, warte mal, ich probier mal. Nicht erreichbar. Ja, hätte man gedacht, weil da von der Seite schaut es aus wie so eine Tür. Nitra durch. Ja, Mann! Ja! Es war doch so eine Tür! Okay! Juhu! Aber war ich in dem Raum nicht schon? Ich tue zwischenspeichern. Na, die Folgen geht schon so lang! Oh Gott! Oh Gott, aber ich mag das jetzt noch geschwind machen. Ich mag das nur geschwind machen. Ich stehe für Vorsicht und Sorgfalt, Umsicht und Detailgenauigkeit. Ich stehe für die Stolzen und Mutigen, die sich tapfer jeder Herausforderung stellen. Da ist keine Truhe. Warum ist da keine Truhe? Da ist ein Buch, eine Warnung. Okay. Okay, 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 Warnung, her damit. Ihr werdet diesen Kerker niemals lebend verlassen. Natürlich werde ich das. Pff. Wer glaubst du, wer ich bin? Okay. Da ist ein Spiegel. Nur das Ding ist, ich brauche halt einen Schlüssel, oder nicht? Warte mal, was ist? Kann ich mich da irgendwo... Können wir da nur irgendwo hinporten? Hey, man weiß ja nicht, in die Lava rein oder so. Okay, ich werde jetzt geschwind den Spiegel nur betätigen. Hä, naja, jetzt bin ich halt da. Was hat mir das jetzt gebracht? Nix, oder? Na gut, liebe Leute. Sehr merkwürdig, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode von Divinity Original Sin
und werden schauen, wie es da weitergeht. Bis dahin. Ciao.